Ja, schönen guten Abend auch nochmal von mir. Meine Damen und Herren, Hand aufs Herz. Wissen Sie, ob es stimmt, dass wir jetzt über den Strompreis für den Atomausstieg bezahlen müssen oder nicht? Das jedenfalls sagt die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und die Bild-Zeitung. Oder wissen Sie, ob es wirklich wahr ist, dass Flugzeuge nur 3,5 Liter Sprit auf 100 Passagierkilometer verbrauchen, der Flugverkehr also gar kein Klimakiller ist, wie Air Berlin verspricht? Oder ist es wirklich wahr, dass der Stromkonzern Vattenfall für Berlin die CO2-Emissionen bis 2020 glatt halbieren wird, wie es der Konzern in einer Anzeige kundtat? Ich vermute mal, Sie wissen es nicht so genau. Sie ahnen vielleicht, dass das alles irgendwie nicht wahr ist, aber Sie haben auch keine Zeit, das herauszufinden. Jedenfalls denken Sie, dass Sie dazu keine Zeit haben. Aber nützlich wäre es ja doch, wenn man es irgendwie wüsste und mitreden könnte, ne? Tatsächlich ist es ganz einfach, die Wahrheit hinter solchen Propagandamärchen zu erfahren. Sie müssen nur die Website Klimalügendetektor ansteuern und innerhalb kürzester Zeit wissen Sie Bescheid. Denn dort setzen die beiden erfahrenen Kollegen Thoralf Staudt und Nick Reimer wirklich fachkundig und zuverlässig Fakten und Aufklärung gegen die ganze Irreführung und Propaganda, wie sie in der Klima- und Energiepolitik seit vielen Jahren gang und gäbe ist. Und erlauben Sie mir diese persönliche Bemerkung, da weiß ich, wovon ich spreche. Bei meinem früheren Arbeitgeber, dem Spiegel, war, und das gilt teilweise auch noch heute, die Verbreitung solcher Falschbehauptungen zum Schutz der Interessen der betroffenen Konzerne sogar die offizielle Blattlinie. Und umso wichtiger ist es daher, dass dieses einmalige Medienprojekt weiterlebt. Denn mit Ihrer Seite haben Staudt und Reimer wirklich eine wirksame Fackel der Aufklärung im Netz gezündet, von der ich mir sehr wünschen würde, dass Sie auch bei anderen Themen mit ähnlicher Machart Nachahmer finden, zum Beispiel bei der Banken- und der Europolitik. Das Motiv, diese Seite zu machen, Sie haben es eben gelesen in dem Film und jetzt das schon seit 5 Jahren immer wieder mit aktuellen Stücken zu versehen, sei die Wut über das dreiste Greenwashing gewesen, das viele Unternehmen betreiben, sagen die beiden Autoren. Da preisen dann Autokonzerne Spritschlucker als Ökoautos, Fluggesellschaften lassen sich mit zweifelhaften Umweltpreisen auszeichnen und Energieversorger reklamieren Fortschritte an der Klimafront, die gar keine sind. Und all das nehmen die Autoren stets und schnell und oft auch mit viel Humor und Ironie auseinander. Das heißt, man wird nicht nur aufgeklärt, sondern auch noch unterhalten. Und preiswürdig in dem Zusammenhang ist besonders die Zusammenarbeit mit den Lesern. Wenn man wissen will, was jetzt stimmt oder was gerade wieder gelogen ist und was nicht, dann kann man einfach sich direkt an die Autoren wenden und es wird einem geholfen. Die schlechte Nachricht ist, die beiden Autoren müssen die Kosten für die Arbeit noch immer überwiegend allein tragen, weil das Greenpeace-Magazin vor 2 Jahren aus dem Projekt ausgestiegen ist und das Crowdfunding, wie es neudeutsch heißt, also die Finanzierung über die Nutzer, trotz 4000 Visits am Tag noch nicht so richtig funktioniert. Die gute Nachricht ist, der Lügendetektor hat tatsächlich Wirkung gezeigt. Inzwischen wird weniger dreist gelogen. Es läuft subtiler, hat mir Thoralf Staudt erzählt. Und in einigen Fällen hat die journalistische Aufsicht sogar dazu geführt, dass wegen der möglichen Aufdeckung durch den Klimalügendetektor sogenannte schon geplante Kampagnen mit Propagandalügen da drin dann gar nicht geschaltet wurden und wieder fallen gelassen wurden. Und unser Preis heute Abend passt zu beiden Nachrichten, der schlechten und der guten. Er soll auch ein Dank sein, also auch von mir ganz persönlich, weil ich bin ein Nutznießer dieser Website. Ich gehöre nämlich genau zu den Kollegen, die da erstmal gucken, ob man da schon was abschreiben kann. Ein Dank für das Engagement, das den kritischen Journalismus sogar in der Freizeit, weil de facto handelt es sich ja um Freizeitarbeit, hochhält. Und der Preis deckt natürlich auch wenigstens einen Teil des Defizits von diesem Jahr. Aber der Kampf für die richtige Energiepolitik ist noch lange nicht zu Ende. Und darum kann ich nur hoffen, dass der Preis auch eine Anregung sein möge, für viele Leser dann doch einen Beitrag zum Fortbestehen zu leisten. Herr Reimer, Herr Staudt, bitte treten Sie den Lügen weiter entgegen. Und jetzt feiern Sie mit uns den Preis. Wunderbar. Toll.
Herr Staudt, Herr Reimer, was war eigentlich, wir haben ja heute schon ein paar Mal das Wort dreist gehört, was war eigentlich die dreisteste Lüge, die Sie enttarnt haben? Mein Favorit war eine Annonce des Bundesverbandes der Braunkohlewirtschaft, die vor 2-3 Jahren eine Anzeigenkampagne gemacht hatten, dass man ja auch Braunkohle weiter braucht und das so im Testimonial-Stil gemacht haben, Wissenschaftler genommen haben oder Experten. Und sie haben einen amerikanischen, hochseriösen Wissenschaftler Sokolov auftreten lassen, der davon gar nichts wusste. Also haben einen Text von einem freien Kollegen aus der Schweiz, der für die Neue Zürcher Zeitung auch gearbeitet hat, sozusagen heranschaffen lassen. Und dem Professor war nicht bewusst, dass das in einer Anzeigenkampagne verwendet wird. Und dort wurden dann auch noch reinredigiert, ganz geschickt, wie ja dieser Euphemismus ist, hochmoderne und hocheffiziente Kohlekraftwerke würden gebraucht. Als wir den Professor darauf hinwiesen, wurde dann schnell diese Online-Anzeige noch geändert. Also das war dann den Leuten wirklich peinlich erwischt zu sein, offenbar. Und Ihr Liebling auf der Shitliste? Ich glaube, Vattenfall. Vattenfall forderte auf, eine Klimaunterschrift zu leisten, also so wie das Campact macht, zu sagen, schreibt einen offenen Brief an Angela Merkel. Und es hieß in dieser Klimaunterschrift, liebe Frau Merkel, machen Sie bessere Klimapolitik. Zur gleichen Zeit hat Vattenfall 3 neue Tagebaue in der Lausitz beantragt und man wollte schlechterdings mit dieser Klimaunterschrift vom eigenen Handeln ablenken. Das war schon extrem dreist. Was können denn Blogs, was die traditionellen Medien nicht so gut können? Naja, zuerst müssen sich die traditionellen Medien natürlich über Werbung verkaufen. Wir haben das Glück, das nicht tun zu müssen. Aber Sie bleiben arm dabei. Wir bleiben arm, aber wir können uns früh in den Spiegel gucken. Das ist ja auch ein Reichtum, den man hat. Auf Ihrer Webseite steht ja auch, dass Sie gerne von Ihren Usern Informationen auch bekommen, also dass es auch um Crowdsourcing geht. Wie kommen Sie an Ihre Geschichten? Haben Sie Informanten? Suchen Sie? Finden Sie? Kommen die zu Ihnen? Wie geht das? Die kommen in viel größerer Zahl zu uns, als wir das Recherchieren leisten können. Es gibt eben tatsächlich die Leser, die schicken den Scan irgendeiner Werbeanzeige aus ihrer Regionalzeitung und fragen dann, stimmt das denn überhaupt? Aber wir lesen selber auch Zeitungen, wir gucken selber Fernsehen, wir stolpern selber über dreiste Beispiele. Und der Ursprung war, dass wir vor 5 Jahren ein Buch zur Klimapolitik gemacht hatten und damit tief im Thema steckten. Und uns kamen immer diese Presseerklärungen auf den Schreibtisch. Und man sieht die als Journalist und denkt, was ist denn das wieder für ein Quatsch? Oder es ist doch auch wieder gelogen. Aber das ist ja keine Nachricht, dass eine Presseerklärung falsch ist. Und irgendwann haben wir gesagt, das nervt. Also irgendwie, wir wollen aus dieser Nicht-Nachricht eine Nachricht machen und haben dann diesen Blog gemacht oder gestartet. Und der ist eben tatsächlich zum Selbstläufer. Im Moment können wir uns vor Einsendungen von Lesern nicht retten. Meine Damen und Herren, der Klima-Lügendetektor, herzlichen Applaus. Dankeschön.